Gut, willkommen heute Morgen zu dem ersten Talk hier in dem Vortragssaal. Es geht um ein sehr spannendes Thema. Die meisten von uns im Chaos, wir sind ja hier im Raum vom Chaos, kennen Menschen, die halt eben nicht in diese klassische männlich oder weiblich Form pressbar sind oder sich dort drin wohlfühlen, sondern wir wissen, dass es ein ganz großes Spektrum dazwischen gibt. Für uns ist es okay, für die Gesellschaft ist es teilweise schwierig, das zu adaptieren, sei es in Datenbanken, sei es auf juristischem Wege oder so in der juristischen Welt. Nanook und Riley haben sich darum gekümmert, haben dazu Forschung betrieben und möchten euch dazu was erzählen, wie der Stand ist, was getan werden kann, was Datenbank-Admins, was Menschen aus der IT da machen können, dass Menschen, die eben nicht in das binäre Geschlechtssystem passen, dass die trotzdem würdevoll, respektvoll abgebildet werden und nicht überfahren werden. Ganz herzlichen Applaus an die beiden. Habt Spaß und toll, dass ihr euch dieses Themas annimmt. Danke. Ja, herzlichen Dank euch allen, dass ihr zu dieser frühen Stunde und bei Tageslicht hier zu diesem Vortrag hingekommen seid und euch mit dem Thema mit uns zusammen auseinandersetzt. Das ist jetzt hier als Vortrag angekündigt. Wir haben es extra nicht als Workshop gemacht, weil Workshop hört sich immer so nach Arbeit an und Shop alleine ist so kommerziell. Also wir haben ein Format, es geht uns nicht darum, also wir haben irgendwas Tolles und wir müssen euch das sozusagen erzählen, weil ihr das unbedingt so als Update kriegen müsst, sondern wir wollen das interaktiv mit euch gemeinsam machen. Und wir fangen an und erzählen so ein bisschen was von uns und wir sagen jetzt erstmal was so zur Struktur. Und bei allem, was ist, bitte einfach, genau, zwischendurch, also wir haben jetzt nicht so Q&A so am Ende, können wir auch machen, aber alles, was euch bewegt oder wo ihr meint, das ist jetzt gerade wichtig, gerne zu dem Zeitpunkt direkt äußern. Wir sind unterschiedlich in der Lautstärke. Ich bin ein Mensch, der ist eher laut, das fordert die Technik heraus, sozusagen, damit ihr sozusagen nur mit einer gesundheitlich zulässigen Schallstärke. Ich kann auch manchmal weggehen oder sowas. Ich habe gesagt, ich erzähle so ein bisschen was zu der Struktur. Also wir werden gleich anfangen, ein bisschen was zum Hintergrund zu erzählen, wieso wir auf die Idee gekommen sind, hier was zu machen und was sonst so vielleicht in dem Zusammenhang wichtig ist. Wir sind in der Aktion Standesamt und da möchten wir ein bisschen was drüber erzählen. Und zwar einerseits, ja, was könnten denn Dinge sein, die für Menschen, wie ja eben schon gesagt wird, die es ja durchaus gibt, die jetzt nicht so in dieses strikt männlich-weibliche Schema sich da wohlfühlen oder da reinpassen oder in welcher Form auch immer, was man denn da machen kann. Und da werden wir diese Aktion ein bisschen vorstellen und vor allen Dingen so, ja, was könnte denn Ideen sein, wo man guckt, was gut tut und vielleicht gibt es hier im Publikum ja auch noch Anregungen, was euch wichtig ist und was da verfolgt werden sollte. Wir werden was zum Anlass sagen, also es gibt einen rechtlichen Anlass und der kommt hier auch aus Karlsruhe, deshalb ist das ganz schön hier was zu erzählen. Und zwar ist das letztes Jahr bekannt gegeben worden, da gibt es einen rechtlichen Auftrag an das Parlament und da werden wir was zu erzählen, was dieser Hintergrund ist. Nämlich der Bundestag muss bis Ende dieses Jahres oder so ist der Auftrag hier vom Bundesverfassungsgericht, der muss was machen. Aber da gibt es immer verschiedene Optionen und wir werden da was zu sagen. Also was sollte denn dabei beachtet werden, sodass es Menschen auch gut geht. Also meine Einschätzung ist, wenn Recht geschaffen wird, dann sollte da geguckt werden, dass es allen Menschen gut geht und auf was sollte da geachtet werden. Ne, das ist so zu dem Hintergrund. Das ist so der Infoteil. Und da erzählen wir so ein bisschen und vielleicht haben wir was vergessen oder ihr möchtet noch was wissen. Einfach Fragen zu der Stelle. Wir haben das so gemacht, das ist so quasi so der objektive Teil. Und dann würde an der Stelle so ein Wechsel stattfinden, dass wir sagen, wir gucken so eher in den Workshop-Charakter und wir gucken mal, was heißt das denn für Menschen, die jetzt hier in diesem Raum sind, was könnte das bedeuten. Und im Moment läuft da eine Aufzeichnung, da ist so eine rote LED und wir wollen das einfach auch transparent machen. Also unsere Idee wäre, bis zu dem Teil hier, also wo es darum geht, so die Infos zu machen, dass wir da das gerne aufzeichnen würden, außer jetzt ein Mensch hier im Raum sagt, das ist auch blöd für euch, also dann gerne einfach äußern. Wir würden da auch nochmal zu Fragen einladen und dann wäre aber auch so ein Punkt, wo wir sagen,
Jetzt ist eher so ein Teil, wenn ich weiß, da läuft eine Kamera, dann vielleicht fühle ich mich dann doch so ein bisschen eingeschränkt. Und dann würden wir sagen, ab dem Punkt würden wir die Kamera jetzt wieder auslassen. Also, dass ihr die Möglichkeit habt, uns Fragen zu stellen, einfach auch zu grillen und zu sagen, ey, jetzt erzähl mal, wie es wirklich ist, da wollen wir uns nicht rausziehen. Aber dass wir auch einen geschützten Raum schaffen, wo Menschen einfach über so ein Thema frei reden können. Und das ist vielleicht nicht für jedes hier im Raum wichtig, aber wenn nur eine Person da ist, dann ist das schon eine gute Sache. Und jetzt irgendwie sagen zu müssen, für mich wäre das gut, wenn die Kamera aus ist, das ist auch schon so eine Outing-Situation. Deshalb haben wir gesagt, da machen wir den Schnitt. Und da geht es darum, für sich selber mal zu gucken, was bedeutet denn für mich so Name und Geschlecht als Person. Ja, also, und da ist alles völlig okay. Also bitte auch Menschen, die sagen, ich fühle mich voll wohl in diesem, das ist nicht das Sinn, dass irgendjemandem was abgesprochen werden soll. Männlich, weiblich darf es weitergeben, alles kein Problem. Das ist oft so ein Ding, oh, darf ich jetzt das noch sein? Nee, darf man sein, alles okay. Aber andere Ausdrücke, die wären auch okay. Ne? Und da wollen wir euch mit euch ein bisschen reingucken. Im Alltag, wie das ist, ja, da spielt das, eigentlich spielt es ja keine Rolle, aber so ein bisschen gucken, wo könnte das eine Rolle spielen. Und dann weiß ich nicht, wie viele Menschen hier im Raum haben so, waren mal an der Hochschule, sind an der Hochschule. Okay. Ja, okay. Ja, also ganz junge Teilnehmende, wie ich da hinten sehe, vielleicht auch durch die Kopfhörer gerade. Also die haben sich nicht gemeldet, aber sonst sehr viele. Und da wollen wir ein bisschen reingucken, weil Hochschule kann eigentlich ein Ort sein, wo wir auch gucken, ja, da wollen wir lernen, uns entwickeln. Und wie sollte das aussehen und wie ist die Realität vielleicht heute? Wir sind hier auf dem GPN und ja, da ist der Punkt, bei der Einführung wurde gesagt, ja, Sichtbarkeit, Zugänglichkeit und wir gestalten IT als Informatikmenschen. Und was heißt das so vielleicht für ganz konkrete Forderungen, wenn wir IT-Systeme gestalten? Was könnte ich da noch mitdenken und im Hintergrund haben und auf was könnte ich da achten zum Beispiel? Da möchten wir konkret was machen und ja, dann gucken, wie man weiterarbeitet. Das wäre so die Struktur, die Planung. Wäre das für euch okay? Ja. Dann fangen wir mit der Vorstellung an. Genau, ganz kurze Ergänzung noch, das hat Reini gerade noch vergessen. Hm. Der Talk ist für eine Stunde angemeldet. Wir versuchen das auch einzuhalten. Es kann natürlich sein, dass wir mega schnell durch sind, weil ihr alle sofort alles verstanden habt und gar keine Fragen mehr sind. Falls ihr dann noch Fragen habt, setzen wir uns nach unserem Talk draußen auf die Tetris-Blöcke, um der Person, die nachher hier den Vortrag macht, ein bisschen Raum zu geben, dass sie auch den Raum gestalten kann und so. Und würden uns dann wieder reinsetzen, weil wir den Vortrag selber interessant finden. Also, genau. So, ich bin Anouk. Ich bin ein nicht-binär transmaskuliner Panda im Internet. Pandanouk auf Twitter und Mastodon und so weiter. Vielleicht seid ihr mal irgendwann über mich gestolpert. Mindestens eine Person ist das, das weiß ich. Ich bin Autist, das heißt, ich bin sowieso schon nicht so wie andere und nicht binär transmaskulin zu sein, macht es dann noch schlimmer. Das ist mein Comfort-Stuffy-Ratte, das taucht jetzt die ganze Zeit auf, weil ich damit rumspielen werde. Ich wohne seit August in Karlsruhe und arbeite für die Deutsche Bahn. Ja, ich bin vielleicht dafür verantwortlich, wenn eure Züge zu spät kamen, tut mir leid. Genau. Ich bin 21 Jahre alt, ich habe mal studiert und das dann gelassen, weil es irgendwie nicht so ging. Und ansonsten mache ich aktivistischen Kram, deswegen stehe ich ja jetzt auch hier. Genau. Und weiß ganz viele Dinge so halb. Das ist alles. Ja, mein Name ist Reili. Wenn man über Reili spricht, öfters braucht man in dieser Gesellschaft dann so ein Pronomen. Er hat gesagt, sie hat gesagt. Bei mir ist am liebsten, wenn man das Pronomen dann einfach weglässt, denn auch wenn, ja, meine Erscheinung ist vielleicht so ein bisschen, wenn man mich anguckt, man guckt immer so in dem Muster männlich-weiblichen, was ist es denn jetzt? Reili finde ich irgendwie ein schönes Pronomen, wenn man einfach alle Buchstaben klein macht. Ich sage jetzt mein Alter nicht, also ich bin schon öfters mal gealtert, viele Geburtstage. Ich habe Informatik mal studiert und habe da auch Sachen gemacht und arbeite da auch. Seepferdchen habe ich auch gemacht, sage ich deshalb. Weil dann bin ich nämlich zum Beispiel lange Zeit nicht in Bäder gegangen. Das hat was damit zu tun, was da passiert. Jetzt in letzter Zeit mache ich das wieder. Und eine Frage, Bäder, öffentliche Bäder sind einfach auch ein Raum, der stark gegendert ist, dadurch, dass es da unterschiedliche Ausgänge gibt, wie man überhaupt von den Umkleiden zu diesem Bad zum Beispiel reinkommt. Und Seepferdchen sind auch queere Tiere. Ja, also die machen Sachen, wo man sagt, das ist bei den Menschen aber anders. Ich gucke so ein bisschen, also da bin ich auch am Lernen. Ich sage jetzt nicht, das, was ich mache, ist total super, sondern da versuche ich Anregungen aufzunehmen.
Und da lerne ich zum Beispiel dadurch, also wir machen zusammen aktivistisch was bei der Aktion Standesamt, wo wir was drüber erzählen. Dann gibt es eine coole AG, Transemanzipatorische Hochschulpolitik, kann man auch im Netz gucken, agtranshopo.org, glaube ich. Hochschulmäßig, also es gibt so eine Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten, das ist richtig was Offizielles. Ich bin keine Gleichstellungsperson, aber ich bin mit bei so einer Kommission, wo wir gucken, oh, was ist denn da wichtig in Bezug auf Geschlechter jenseits von männlich-weiblich. Das zu uns, ne, dass ihr wisst, was sind das für Menschen. Genau. Also die Aktion Standesamt 2018, für die wir ja heute beide hier sind, das ist eine Aktion aus hauptsächlich nicht-binären, intergeschlechtlichen und transidenten Menschen. Und die haben sich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Oktober, wo ich halt nachher nochmal drauf eingehe, da habe ich noch Folien zu, zusammengefunden und versuchen jetzt, eine Gesetzesregelung durchzuboxen, die für alle irgendwie okay ist. Ist jetzt erstmal irgendwie ein bisschen hochgestochen, klingt das, aber eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Und ich glaube, das wird nachher auch nochmal ein bisschen einfacher, wenn ich das Urteil dann erkläre. Der Name, den wir uns gegeben haben, warum da das 2018 hintersteht, liegt hauptsächlich daran, es gab schon mal eine Aktion Standesamt, die war 1992. Und damals haben 250 gleichgeschlechtlich liebende Paare Anträge gestellt, also Aufgebote, um heiraten zu dürfen, weil es damals eben noch verboten war, beziehungsweise halt einfach absolut gar nicht gleichgestellt. Diese Anträge sind natürlich alle abgelehnt worden, wie man halt das deutsche System so kennt. Wenn es die Anträge nicht geben darf, dann dürfen die auch nicht durchkommen. Einige dieser Paare, ungefähr 100, sind dann auch noch rechtlich aktiv geworden und haben sich halt wirklich noch durchgeklagt. Mindestens eins dieser Paare ist auch bis zum Bundesverfassungsgericht, glaube ich, gekommen. Ja, und das ist dann da aber trotzdem halt abgeschmettert worden. Die durften dann alle nicht heiraten. Und die Streitpunkte sind erst letztes Jahr, 2017, mit dem Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts gesetzlich behandelt worden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das ist so ziemlich genau ein Jahr her inzwischen fast. Das hat sich also so, wie lange ist das? 25 Jahre gezogen. Wäre ganz schön, wenn das mit dem Geschlechtseintrag ein bisschen schneller geht. Wollen wir jetzt den Beitrag zeigen? Genau, wir haben auch noch einen Ausschnitt aus der Tagesschau von 92, genau zu dieser Aktion Standesamt. Die Klamotten sind die coolsten. Ich hoffe, der Ton funktioniert jetzt und ihr werdet nicht weggepustet. Mehr als 200 homosexuelle Paare haben heute in einer Aktion Standesamt das Recht auf Ehe gefordert. In 50 Städten versuchten sie, ihr Aufgebot zu bestellen. Standesamt Berlin-Charlottenburg. Auch hier protestierten heute homosexuelle Männer und Frauen gegen die Benachteiligung ihrer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft. Sie wollen heiraten, denn anders als Eheleute gelten die homosexuellen Partner juristisch als Fremde. Im Krankheitsfall haben sie kein Besuchs- oder Auskunftsrecht und im Erb- oder Todesfall sind sie benachteiligt. Die Aufgebote wurden aber abgelehnt. Eine Annahme des Antrags ist zurzeit nicht möglich und wir erhalten den schriftlichen Bescheid. Unverzüglich, das heißt in den nächsten Tagen, zugeschickt. Es fehlt die gesetzliche Grundlage. In Dänemark können schwule und lesbische Paare seit fast einem Jahr die Ehe schließen. Auch in Deutschland schließen sich Politiker den Forderungen der Homosexuellen an. Die niedersächsische Landesregierung hat eine Kabinettsvorlage vorgestellt und Berlins Familiensenator fordert, dass diejenigen, für die das Institut der Ehe wirklich wertvoll ist, auch den staatlichen Schutz dafür bekommen müssen. Ein Recht auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts lehnt die Bundesjustizministerin ab. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist unter Ehe die Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau zu verstehen, mit vielen Konsequenzen. Das ist auch bei uns natürlich eine gewisse Rechtstradition. Nun wollen die schwulen und lesbischen Paare wegen des Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz vor die Gerichte ziehen. Notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe. Genau, notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe, das ja in der Rechtstradition gesagt hat, Ehe ist für Männer und Frauen. Genau, also diesen
Verfassungsgerichtsbeschluss, wenn man den liest, gegen den, der jetzt im Oktober rausgekommen ist, ist schon ein Sprung, den wir da gemacht haben. Das ist auf jeden Fall sehr sichtbar. Dieses Rechtstradition, von dem da gesprochen wurde, ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig, weil wenn was verfassungswidrig ist und Tradition ist, dann ist das trotzdem noch verfassungswidrig und dann kann das auch bitte weg. Das sind übrigens ein paar von unseren Leuten, die sich da dann jetzt für einsetzen, das verfassungswidrige binäre System aufzulösen. Und das ist ein Plakat von der Aktion. Ich bin immer ein bisschen verwirrt von dem Blick, aber gut. Um unsere Ziele dann auch zu erreichen, müsst ihr vielleicht erstmal wissen, was unsere Ziele überhaupt sind. Die hängen auch hier vorne schon, das ist das Gleiche. Wir sind von dem Gerichtsurteil, genau, wir haben auch einen Flyer, wo die draufstehen, könnt ihr nachher mitnehmen, von dem Gerichtsurteil aus gesehen, davon ausgegangen, okay, es gibt zwei Optionen, zwei große, wie das am Ende des Jahres ausgehen kann, nämlich einmal, der Geschlechtseintrag wird als Personenstandsmarker gar nicht mehr erfasst, das heißt, es ist komplett freiwillig, eine Kategorie da einzuführen, überhaupt. Oder es gibt eine positive dritte Option. Aktuell gibt es die Option männlich, weiblich und freilassen. Freilassen insbesondere für intergeschlechtliche Menschen. Das ist auch noch so ein bisschen, hängt alles noch ein bisschen am medizinischen Weg und das ist so nicht so cool, weil ich will vielleicht meinen Körper gar nicht verändern müssen, um mein Geschlecht zu sein. Und diese beiden Optionen sind durchaus in der Aktion Standesamt 2018 vertreten. Wir sind durchaus für beide sozusagen. Aber wir glauben, dass die dritte Option einzuführen, also divers oder weiteres oder wie auch immer man das jetzt nennt, dass das in der Gesellschaft mehr bewegt. Weil wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, ihr habt jetzt in keinem Ausweisdokument mehr drinstehen, ob ihr männlich oder weiblich seid oder was anderes, sondern da ist einfach kein Feld mehr für, dann sorgt das in 99% der Köpfen genau für gar kein Umdenken. Ist nicht so praktisch. Also erstmal so eine dritte Option einführen und dann vielleicht später den Marker einfach wegzulassen, ist durchaus was, was wir uns ganz gut vorstellen können. Was wir aber gerne möchten, ist, dass der Geburtseintrag verschwindet. Das heißt, Babys, die auf die Welt kommen, brauchen erstmal kein Geschlecht zu haben. Also, ich meine, was bringt das? Außer, okay, wir haben das kategorisiert, juhu. Ja, cool, dann halt nicht. Und den Eintrag möchten wir dann unabhängig von körperlicher Konstitution, unabhängig vom Alter und unabhängig von irgendwelchen psychologischen Gutachten oder sonstigen Nachweisen beantragen können, und zwar mit einem höchstpersönlichen Antrag. Das heißt, ihr könnt den nur für euch selbst stellen. Das können nicht eure Eltern für euch machen, das kann nicht irgendein Vorgesetzter für euch machen, sondern das sind eben wirklich höchstpersönliche Anträge. Das ist also auch unabhängig davon, ob ihr mündig seid oder nicht. Vermutlich wird das ein bisschen schwierig durchzuboxen, aber das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Und damit wollen wir eben auch den Diskriminierungsschutz erhöhen, weil aktuell nicht-binäre Menschen quasi durchgehend diskriminiert sind, weil sie einfach so unsichtbar sind, dass niemand daran denkt, dass man sie diskriminieren könnte gerade. Also jetzt so gesamtgesellschaftlich gesprochen, der CCC ist okay meistens. Und es muss auch eine Regelung für Leute geben, die ohne deutschen Pass in Deutschland sind. Gerade für Geflüchtete ist das wichtig, für Menschen, die eben hierher ausgewandert sind, vielleicht ohne, dass es in ihrem Land einen Status gibt als Verfolgung. Aber da sind wir eben auch wieder bei dieser Diskriminierung. Niemand denkt darüber nach, ob nicht-binäre Menschen irgendwo vielleicht einfach gekillt werden. Sondern wenn die Leute dann hierher völlig legal auswandern, dann sind sie halt hier ohne deutschen Pass und für die hätten wir auch gerne einen Antrag. Und wir möchten auch, dass eine Regelung für Folgefragen getroffen wird. Das heißt, wie wird das Elternschaftsrecht gemacht? Das ist gerade auch ziemlich binär. Transmenschen, die sich den Geschlechtseintrag haben ändern lassen und danach ein Kind irgendwie als Eltern übernehmen, die kriegen ihren Geschlechtseintrag häufig wieder aberkannt und werden wieder ihr vorheriges eingetragenes Geschlecht eingetragen kriegen.
Das ist nicht so cool, das hätten wir gerne geändert. Wir möchten klären, wie das mit intergeschlechtlichen Kindern ist, die sehr häufig operiert werden. Das muss sofort damit aufhören. Also du kannst nicht hingehen und ein Kind, weil es eine Anatomie hat, die deinem Vorbild nicht ganz entspricht, einfach mit 6 Wochen aufschneiden. Das ist mega gefährlich, das ist ein Eingriff in deren Persönlichkeitsrecht, das muss aufhören. Und wir hoffen eben dadurch, dass unsere Aktion das mit unterstützt, dass das auch gesetzlich festgehalten wird, dass das nicht geht. Das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das hat Vanya angestoßen, das ist eine nicht-binäre Person. Ist Vanya nicht binär? Inter auf jeden Fall. Und Vanya hat ungefähr 5 Jahre lang gemeinsam mit der Kampagne Dritte Option dafür gekämpft, dass es einen solchen dritten Eintrag gibt. Und das haben sie eben im Oktober 2017 geschafft, dass Bundesverfassungsgericht da eine Aussage zutrifft sozusagen. Und die Aussage ist im Endeffekt, haben wir das aufgeschrieben? Kann ich es zitieren? Hast du es zitiert? Ja, also das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dieser Staat erfasst ja Geschlecht dadurch, dass auf der Geburtsurkunde im Personenstandsregister eingetragen wird. Mikro ist weg. Also, nee, das ist mehr. Jetzt müsste es, genau. Also das Bundesverfassungsgericht hat dann entschieden, also die mussten den ganzen Instanzenzug durchgehen, die sind also für die Eintragung, in dem Fall war das Standesamt zuständig, deshalb auch Name Aktion Standesamt 2018 als Folge. Die mussten bei dem Geburtsstandesamt anfangen und dann durch alle Instanzen durch und dann hat das Bundesverfassungsgericht schließlich Folgendes gesagt. Nämlich, es ist nicht okay, wenn das dieser Staat mehrere Dinge gleichzeitig macht, nämlich zwangsweise Geschlecht zu erfassen. Also Staat hätte auch die Möglichkeit zu sagen, nein, Staat erfasst es nicht. Aber wenn Staat sagt, es wird zwangsweise erfasst, nämlich bei der Geburt, und wenn dann die Optionen, die da sind, nur folgende sind, nämlich männlich, weiblich oder gar nichts einzutragen. Weil für einen Menschen, der nicht in dieses Schema reinpasst, dazu sagen gar nichts, dann wird dem nicht eine positive Aussage gegeben, sondern es wird gesagt, du bist nichts oder ist vergessen worden oder irgendwas. Das passt nicht zusammen und das geht nicht mit den Grundrechten zusammen, auf ganz verschiedene Grundrechte, nämlich auf Entfaltung der Persönlichkeit zum Beispiel. Und es passt auch nicht zu dem, was im Grundgesetz steht, zu Geschlecht. Da steht zwar, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, aber der nächste Absatz ist vom Bundesverfassungsgericht so interpretiert worden, es gibt mehr Geschlechter als nur Mann und Frau. Das ist was, was da explizit drinsteht. Und es geht um ganz verschiedene Menschen, die da zusammen sind. Es geht um Intermenschen. Es geht aber auch ganz allgemein um Menschen, die, und das sagt das Bundesverfassungsgericht dann, und ich glaube, wir haben das auf der nächsten Folie, da steht was sozusagen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen oder sich selber da verorten. Also das wechselt an der Stelle. Die nehmen auch an ein, zwei Stellen Bezug, sozusagen auf die antragstellende Person. Aber es ist einfach so, es geht ganz allgemein darum, dass dieser verengende Blick einfach nur männlich, nur weiblich, dass das nicht okay ist. Und dass das im Widerspruch steht. Und es ist jetzt nicht so, dass sie das sozusagen gesagt haben, es darf jetzt irgendwie nicht mehr Personenstand erfasst werden, sondern sie haben dem Gesetzgeber den Auftrag gegeben, eben bis Ende dieses Jahres was Vernünftiges zu machen. Und daran knüpft das an. Danke fürs Einspringen. Genau, also bis zum 31.12.2018, das ist jetzt gar nicht mehr so lange hin, muss der Bundestag also irgendeinen Gesetzentwurf haben, der das damit einschließt. Das war, was das Bundesverfassungsgericht am Ende gesagt hat. Da sind nochmal Folgefragen aufgeschrieben. Und im Endeffekt ändert sich ja für die allermeisten Leute erstmal gar nichts durch das neue Gesetz. Weil Menschen, die sich männlich fühlen und männlich eingetragen haben, die sind auch weiter männlich. Da nimmt denen niemand was weg. Leute, die sich als weiblich sehen und das Weibliche eingetragen haben, denen nimmt das auch kein Mensch weg. Aber es gibt eben eine nicht gerade geringe Anzahl Leute, die sich da nicht sehen
und für die wäre das ganz gut. Genau. Es ist zumindest dann eine korrektere Version, so habe ich jemanden zitiert, weil natürlich auch nicht-binäre Menschen in einen Eintrag einzufassen ein bisschen grob gefasst ist. Genau. Die Folgefragen, die da jetzt nochmal aufgeschrieben wurden, die sind im Endeffekt schon, was ich eben auch gesagt habe. Das Abstammungsrecht ist eben dieses, es gibt nur den Eintrag Vater und den Eintrag Mutter und schon zwei Mütter einzutragen ist ein bisschen schwierig. Aber welches Wort benutzen wir dann für Menschen, die weder männlich noch weiblich im Ausweis stehen haben? Die medizinischen Leistungen für Transpersonen sind gerade auch sehr, sehr binär. Die Wege dahin sind ziemlich von sehr traditionsbewussten Menschen, da haben wir wieder dieses furchtbare Wort, beschützt oder so, zurückgehalten. Da müssen wir also auch definitiv eine Regelung finden, weil es nicht-binäre Menschen geben wird, die eben aus den gesellschaftlichen Kategorien männlich-weiblich ausbrechen möchten und das eben vielleicht auch medizinisch tun möchten. Die Justiz ist auch alles noch ein bisschen sehr binär ausgelegt. Das Polizeirecht ist irgendwie binär ausgelegt. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal damit beschäftigt habt, wie man Polizistin wird. Das ist, nicht so nicht binär. Das ist komplett nach Männern und Frauen getrennt, die Übungen und was weiß ich, was man da machen muss. Mein Bruder wollte das machen, deswegen weiß ich das. Knäste, also Gefängnisse, sind nach Männern und Frauen getrennt in den meisten Fällen. Ein NB-Knast wäre zwar ganz lustig, aber ich glaube, das können wir auch einfach anders lösen. Und selbst hier im ZKM in der HFG drüben haben wir die Toilettenfrage nicht geklärt. Es gibt da eine Männer- und eine Frauentoilette und NBs können dann auf die Wiese gehen oder so. Oder sie müssen sich halt wieder dem binären Geschlecht unterordnen, das sie gar nicht haben. I don't know. So, jetzt sind wir so langsam an dem Punkt, wo wir die Kamera ausmachen würden. Wir geben euch jetzt aber gerade noch mal Raum für Fragen, die ihr auch aufgezeichnet stellen wollt, wie auch immer. Wenn solche Fragen jetzt gerade nicht da sind, dann könnten wir die Kamera auch sofort ausmachen. Das vielleicht tut oder so. Eins von dir. Ja. Okay, jetzt tut's. So, machst du das hier mal auf, bitte? Ja, ich nehme dann das so und das. Das müsste auch. Also erstmal ein Gedanke, wenn ich an das Wort Diskriminierung gehe, denke ich inzwischen so in erster Linie an Mathematik, das heißt an die Unterscheidung. Ist auch okay, ist kein Problem. Bloß in unserem Sprachgebrauch ist aus dem Diskriminierung Abwertung geworden. Und die Tatsache, das finde ich halt einfach schlimm, können wir aber nicht ändern. So, aber jetzt zu meiner längeren Dauerfrage. Warum muss denn überhaupt entschieden werden oder unterschieden werden zwischen Mann und Frau im Rechtlichen? Da habe ich noch keine Antwort bekommen. Jemand sagte mir mal, ja, bei Grenzüberschreitungen oder bei Straftaten. Sag ich, warum? Und die Frage habe ich immer noch. Die Frage stellen sich, glaube ich, auch sehr viele bei der Aktion Standesamt, warum das überhaupt unterschieden werden muss. Ja, ich habe eine Frage. Auf dem Plakat steht, nach der Geburt soll der Eintrag frei bleiben und Regelung für Personen ohne deutschen Pass. Mein Problem ist, ich habe eine schwedische Geburtsurkunde, aber ich hatte von Anfang an auch einen deutschen Pass. Wie ist denn da die Regelung? Also mit der Geburtsurkunde
Urkunde meinen wir in dem Falle die deutsche Geburtsurkunde, weil wir eine deutsch-zentrierte Aktion erstmal sind. Also wir können schlecht hingehen und den Schweden sagen, hey, übrigens, könntet ihr das auch einfach weglassen? Es ist aber durchaus nicht geklärt, ob wir nach unserer Erreichung in Deutschland weitermachen oder nicht. Das kommt auch ein bisschen auf unsere Kapazitäten an und wie viele von euch mitmachen wollen. Also wir können uns durchaus auch vorstellen, in die EU danach zu gehen und zu sagen, regelt das mal ganz. Und ich habe noch eine Frage wegen der Toilettenfrage. Da bin ich auch sozusagen von betroffen. Gibt es da überhaupt eine juristische Grundlage, das tatsächlich trennen zu müssen? Zur Toilettenfrage kann ich vielleicht was sagen. Ich bin in der GPN-Orga. Wir sind hier zu Gast im ZKM und in der HFG und das ist ein öffentlicher Raum. Und wir können auf dem C3 oder auf dem Easterhack oder wo auch immer wir für uns alleine sind, da können wir treiben, was wir wollen. Und dort machen wir es ja. Dort haben wir die meisten Toiletten, sind halt eben geschlechtslos und halt eben nur drauf sitzen oder auch stehpinkeln. So, ihr kennt das, das funktioniert, das ist flauschig. Das hier ist ein öffentlicher Raum. Und deswegen wurden wir gebeten, und das dann doch halt eben einfach so zu lassen, wie es ist, damit die ZKM-Besucher nicht verwirrt sind. Nicht alle Menschen können mit der Art und Weise umgehen, wie wir das sehen. Und deswegen ist das im ZKM, das stört uns selber von der Orga auch. Das ist auch immer wieder bei jeder neuen GPN, ist es für uns immer wieder ein Thema. Deswegen haben wir das aber aus Respekt, aus Rücksichtnahme für die, Anführungszeichen, normalen Menschen, einfach so gelassen, wie es ist. So, und das für uns als Orga, als das ja kleinere Übel gesehen. Und denn diese Location hier, die ist einfach so gigantisch, knalleschön und möchten einfach nicht die Gastgeber da ärgern oder Unmut verursachen, solche Sachen. Deswegen ist das so. Ja, genau. Also auch nochmal, während es noch aufgezeichnet wird, ich habe nicht versucht, die GPN damit zu kritisieren, sondern das generelle Recht. Ja. Um auf deine Frage wegen Justiz und so weiter zu kommen, ob es da Gesetze für gibt. Es gibt, glaube ich, kein Gesetz, das sagt, es gibt nur diese Toiletten. Es gibt allerdings Handlungsanweisungen sozusagen für öffentliche Räume bei Veranstaltungen. Und da drin steht halt, wenn du 50 Personen bist, Minimum bis 100 Personen, dann brauchst du, die Zahl ist jetzt nicht ganz korrekt, ich habe sie mir jetzt grob ausgedacht, 2 Toiletten für Damen und 1 Toilette für Herren. Und wenn du 100 bis 500 Personen bist, dann brauchst du 5 Toiletten für Damen und 3 Toiletten für Herren oder so. Da steht ja nicht drin, mehr Toiletten darfst du auf gar keinen Fall haben. Das sind die Minimalanforderungen und deswegen dürfte es theoretisch kein Problem sein, genderneutrale Toiletten überall einzubauen. Ist natürlich auch eine Kostenfrage, macht wahrscheinlich niemand, eher umlabeln. Aber genau, das ist eben auch so eine Sache, das würden wir gerne nochmal irgendwo festgehalten haben. Vielleicht auch als Ergänzung an der Stelle, also wir haben öffentliche Räume, da ist das null Problem. Also Menschen können mit der Bahn fahren und sie können eine Toilette benutzen. Und da funktioniert das einfach. Ne? Ja, also das ist überraschend, dass es da funktioniert. Keine Ahnung, dieser Staat würde wahrscheinlich zusammenbrechen. Ja. Und das andere ist einfach, also ich glaube, es schließt gut an den ersten Beitrag an, wegen Diskriminierung. Also sozusagen, also was will man machen? Also sozusagen, und wo macht man Kompromisse? Und was ist wichtig? Und das Ziel von der Aktion ist einfach, einen gerechten zugangsmöglichen Raum für alle Menschen zu schaffen und da was zu tun und dass das nicht an der Orga von einer Veranstaltung hängt, sondern das muss grundsätzlich so gemacht werden, dass alle Menschen auch ihren körperlichen Bedürfnissen nachgehen können. Ja. Ja. Ich wollte noch was zu der ersten Frage sagen, und zwar glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Geschlecht noch erfasst wird, da wir immer noch mit Diskriminierung aufgrund von Weiblichkeit zu kämpfen haben. Und gerade so Dinge wie Einkommensunterschiede würden, wenn wir kein Geschlecht mehr festhalten würden, nicht mehr auffallen. Und es ist eben so, dass Personen, die keine Männer sind, durchgängig diskriminiert werden. Und um diese Diskriminierung sichtbar zu machen, braucht man teilweise leider Geschlechtseinträge. Also vielleicht nicht unbedingt, um die Diskriminierung sichtbar zu machen, aber um was dagegen tun zu können.
Weil wenn ich keinen Geschlechtseintrag mehr habe und der Mensch, der mehr Geld kriegt als ich, auch nicht, dann kann jeder Arbeitgebende eben einfach sagen, ja, das ist, weil der besser kann und nicht, weil du Brüste hast. Ja, wir sollten sehen, es gibt in diesem Land hier und an anderen Orten ganz unterschiedliche Formen von Diskriminierung, die stattfinden. Deutschland ist ein sexistisches Land, Deutschland ist ein rassistisches Land und es gibt ganz viele andere Attribute, die einfach Tatsache sind. Und wir sollten sehen, dass Diskriminierungsformen dann auch noch, wenn sie auf mehreren Dimensionen gleichzeitig zutreffen, dass sie die Menschen dann nochmal ganz besonders hart treffen. Ja. Also Stichwort Intersektionalität an der Stelle. Und es ist ganz wichtig, dass wir das dokumentieren, was Sache ist, und es soll dafür gesorgt werden, dass wir das machen können. Es ist so, wir haben ja in den Sozialwissenschaften Fortschritte gemacht in den letzten Zeiten. Wir müssen in Deutschland zum Glück nicht mehr die Rasse von einem Menschen erfassen, um zu dokumentieren, dass Deutschland einfach, dass diese Personen benachteiligt sind, dass da Mist passiert. Und ich bin da auch zuversichtlich, dass wir das nicht staatlich erfassen müssen. Ich finde das völlig okay, wie wir da jetzt vorgehen. Aber ich denke, wir können auch nachweisen, dass Menschen mit dem weiblichen Geschlecht, dass die hier massiv diskriminiert werden, über Einkommen zum Beispiel, über Zugang zu bestimmten Stellen in dieser Gesellschaft, also wie ist Macht verteilt, wie regeln wir Dinge hier, das ist alles ganz so. Ich glaube, wir können das auch erfassen, also so, wie wir das nachweisen können in Bezug auf Herkunft und Hautfarbe von Menschen, dass wir das nicht staatlich machen müssen. Aber das ist jetzt hier gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist einfach, dass da eine Freiheit und eine Selbstbestimmung von den Menschen da ist. Was geben Sie da an? Ja, genau. Sind noch Fragen, die aufgezeichnet werden dürfen? Gut. Dann würden wir die Aufzeichnung jetzt bitten, dass die sozusagen stoppt. Genau, vielen Dank fürs Aufzeichnen. Ja. Danke.